wir es von Klaus kennen, nach jedem Wein, nach jedem Schnaps. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir diesen Tag erleben. Die Herr und Frau Kirschkuss den ganzen Tag rum. Wir haben so ein paar Scherze die letzten Tage gemacht. Gestern sagte Judith, wenn ich gewusst hätte, dass die Hochzeit so stressig wird, dann hätte ich nicht geheiratet. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn sagen? Ich werde morgen unterschreiben und meine Rechte abgeben. Und dann ging meine Laune besser. Ja. Dann sagte sie noch bei Pulli und Klaus, sagte sie, guck meine Mutter an, was sie für eine ruhige und liebe Person ist, dann weißt du, was du bekommst. Ja, dann habe ich gesagt, das ist sehr schön, aber leider muss ich da deinen Vater angucken. Also Schlagwort, ich übersetze das kurz für die ungarischen Gäste. A vicces része az arról szólt, hogy azt hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát, hogy ez így működik. És mondtam, hogy nézd meg, hogy az anyám milyen szeretetteljes, báránylelkű, nyugodt ember. És ő meg azt mondta, hogy na igen, csak hogy te az apádra ütöttél, ezért az apádat kell megnéznem, és eldöntenem, hogy kell lesz-e. Illetve azt mondta el, hogy tegnap azt mondtam neki, hogy hogyha tudtam volna, hogy ennyire stresszes egy házasság, akkor nem házasodtam volna, vagy legalábbis nem így házasodtam volna, és azt mondta, hogy én meg mit mondjak, holnap aláírok egy papírt, és az összes jogomról lemondok életem végéig. Yes! Wir freuen uns, dass wir unsere, wie sagt man das, burgerliche Verwandtschaft erweitert haben. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Er wusste sofort, dass ich dieses Wort nicht kenne. Dann nochmal herzlich willkommen. Ich kann das bei mir. Und noch zwei Kinder.